Du bist bei hiphop.de, wir sind auf dem Splash 16 mit Joker. Alles gut? Hallo Splash, hallo hiphop.de. Du hast schon ein bisschen Reisekilometer gemacht dieses Wochenende, wa? Ja, ich bin von Bremen nach Aachen, von Aachen in die Schweiz und von der Schweiz jetzt zum Splash. Also es war sehr, weiß ich, 2000 ungefähr. Und in der Schweiz gab es das Frauenfeld, wo du auch schon aufgetreten bist. Ja, aber heute sind wir beim Splash. Heute sind wir beim Splash, Gott sei Dank, wenigstens in Deutschland. Ja, war Frauenfeld geil, oder? Ja, war übergeil. Aber es, also, wir wussten halt nach dem Auftritt, okay, wir haben so eine Stunde und dann müssen wir 700 Kilometer machen, damit Stau. Kennt ihr alles. Wenn man nicht fahren muss, stirbt man stattdessen aus Langeweile. Man stirbt aus Langeweile tatsächlich. Aber wir hatten so ein paar Reisespiele. Wir haben so Tierraten gespielt und wer bin ich und die ganze Zeit wirklich. Wir haben fast die komplette Fahrt durchgespielt. Wir hatten 4 Tagessiege von Trip, also rund. Wir haben so Marken, Tiere, Länder, Städte, immer so. Zum Beispiel Ente, Elefant, Tiger und dann Regenwurm, weißt du, immer so weiter, bis es keine mehr gibt. Und wenn man doppelt sagt, ist man raus. Und völliger Zeitvertreib auf jeden Fall. Trip hat insgesamt gewonnen, oder was? Trip hat insgesamt 4 Tagessiege. Ich habe einen, du hast 2, Morris, ne? Ich war immer mit Trip im Finale und ich habe immer die Doppelten gebracht und er hat sich dann immer gefreut, er hat mies abgestaubt auf jeden Fall. Das stimmt, er hat auch ein bisschen falsch gespielt, ab und zu, und er ist sehr, weißt du, impulsant und so. Das war schon ein harter Kampf, aber hat Spaß gemacht, Gott sei Dank, war cool. Okay, so kriegt man die Zeit rum. So, jetzt habe ich den Auftritt nicht gesehen, aber ich habe gehört, du hast mindestens einen neuen Song. Ja, ich mache hier Interviews leider, ich würde auch lieber Konzerte gucken. Du hast neue Songs gespielt, oder einen, oder was? Einmal muss ich anfassen. Ich habe einen neuen Song gespielt, Moin Moin heißt der, Moin Moin. Die das jetzt sehen, vielleicht die hier waren, haben es gefühlt. Es war, ja, war richtig schön. Alle haben mitgemacht. Es war geil, Mann. Richtig Bock. Immer geil, neue Sachen zu spielen. Endlich kommen auch jetzt, weißt du, immer mehr Sachen, immer mehr am Album arbeiten und so weiter. Worum geht's bei Moin Moin? Moin Moin ist einfach nur Moin Moin. Ja. Hier. Ich passe nicht so richtig rein, bin kein Fan von Klischees. Ich bin Joker von Sturzflug in Tape-Qualität. Damals Isle of Money, jeder wollte mehr von mir sehen. Und dann komm mit Zilla, Alter, wer kommt mir schräg? Und so weiter und so fort. Okay, Moin Moin. Für die Leute, die es gesehen haben, gibt das Ding so ein bisschen vor, wo die Reise gerade bei dir hingeht? Was? Ja, die ganzen Fliegen, die wollen mich auffressen. Halt. Ja, seh. Ja, krass. Nein, ehrlich gesagt nicht so. Also das Album ist schon etwas, nicht ernst, aber so ein bisschen erwachsen. Das ist halt so ein bisschen auf die Fresse und Live-Ding halt so. Also das Album, es geht jetzt nicht unbedingt komplett in diese Richtung. Okay, die auf die Fresse-Dinger sollten schon dabei sein. Aber daneben immer, machst immer, du... Immer. Was heißt denn erwachsen? Bisschen erwachsen, also nicht mehr so viel wirres Zeug. So, es geht tatsächlich diesmal mehr auf den Punkt. Ich nehme mir mehr Zeit. Ich versuche technisch natürlich besser zu werden. Ich versuche ja, also ich lerne ja auch viel die letzten 1-2 Jahre, sage ich mal. Viel rumgekommen, viel gerappt, viel gemacht und man wächst halt. Und ich freue mich schon auf jeden Fall, die neuen Sachen zu zeigen. Also. Was würdest du selbst sagen, wieso deine Entwicklung ist? Was du, klar, du hast extrem viel gemacht. Du kennst eine Menge Leute, du warst eine Menge Leute im Studio. Das sind so die Sachen, die sich da verändert haben, wenn du dich vergleichst mit dem Joker von vor 3 Jahren zum Beispiel. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Ding ist, ich habe ja parallel dazu das Studium, das heißt, ich konnte immer nicht runter, deswegen kommt hier mal ein Feature, dann kommt da mal ein Song, dann kommt da wieder ein Feature bei Zilla, also das, weißt du so. Aber im Hintergrund passiert viel, so. Also unabhängig vom Hip-Hop oder was weiß ich, ich schreibe sehr viel, ich schreibe auch sehr viel für mich, sehr viel für andere Leute. Das lässt sich dann einfach wachsen, so, wenn du im Studio sitzt und mittlerweile auch weißt, was eine Snare ist und wo sie hingehört und so eine Sachen halt, das sind so... Kleinigkeiten, dieses Ding halt einfach ein bisschen wachsen lassen, so jetzt gar nicht vom finanziellen und Aufmerksamkeit scheiß mal drauf, einfach so von der Gesundheit der Musik, würde ich sagen. Und das hat hoffentlich Perspektive so und greift dann irgendwann mal. Ich brauche nicht den Hit oder diesen Hype oder so, sondern ich hoffe ein kompaktes Album, dass es ankommt, so dass der Respekt gezollt wird. So. Hast du den Respekt ja oft auch vor allem auch hinter den Kulissen, unter anderem auch dadurch, dass... Oder? Also ich würde sagen, ich meine damit so, es gibt ja sicherlich Rapper, die noch mehr Fame haben als du. Aber genau, du bist ja auch so unter Rappern und Journalisten halt eben mindestens da, weiß jeder, was du halt drauf hast. So, was unter anderem auch mit Ghostwriting-Sachen und sowas zu tun hat, weißt du? Da eilt dir halt auch einen Ruf voraus, wie das einer, der hat's drauf. Lernt man eigentlich was durch Ghostwriting, weil jetzt für die eigene Entwicklung? Ich würde dieses Ghostwriting da eigentlich eher weglassen, sondern das Ding ist, was so hinter den Kulissen passiert, so weißt du, dass du mit Rappern zu tun hast, also du kriegst vielleicht nicht die Aufmerksamkeit wie ein gehypter Rapper oder sowas, weißt du, aber du kriegst den Respekt genau dieser Leute, so, weil die sehen, ob das so gut bist oder Qualität, das ist halt so, ich sag ja, ich passe halt nicht so richtig rein, weißt du, man kann mit mir nicht so viel vielleicht nicht machen, so, weißt du, ich meine, ich bin kein der,
Aber ich bin gut, so weißt du, und das sehen die Leute. Das kriegt dann halt nicht diese Aufmerksamkeit, wie diese wunderschöne See hier, sondern vielleicht ein bisschen enger, aber das ist halt nicht schlimm. So. Und das Schreiben also, selber. Weißt du, du bist so jemand, der einfach eigentlich ein sehr guter Rapper ist, aber bei dem es dann an Image fehlt? Weil es oft so ist, dass du eher die Props von Rappern und von Szeneleuten kriegst, aber nicht so diesen großen Hype wie andere Leute? Ich sage unbedingt, wenn du mich fragst, aber das ist nicht so, dass ich das sage mit so einem negativen Beigeschmack. So. Weil das meine ich ja, das ist, was ich eben meinte mit Zara, Trip oder Zilla oder auch die anderen, die ich kenne, so viele Leute, die ich kenne. So. Dadurch, das ist nicht so, dass ich das vermisse, weil ich habe das die ganze Zeit. Ich bin halt die ganze Zeit dabei, ich brauche das nicht so. Weißt du, was ist schwer zu sagen, aber ich brauche das gar nicht. Das ist schön, ich habe meine Frau zu Hause, weißt du, was ich meine? Ich habe eine schöne Wohnung. Mir geht's gut, Gott sei Dank, weißt du, was ich meine? Und ich, so seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren brauche ich nicht mehr bei Penny arbeiten. Und das ist alles schön, so wie es ist. Es muss nicht so Tam-Tam kommen. Wenn das kommt, wäre auch geil. Aber ich erlebe das Tam-Tam die ganze Zeit. Ja, stimmt, du bist ja schon immer mittendrin. Und wenn du nicht so auf Ego bist, dass du sagst, warum steht er jetzt da und ich nicht, weißt du? Weißt du, bist ja... Ey, bitte nicht, Mann. Bitte nicht, nein. Ich stehe meistens auch daneben und back die Leute, so, weißt du, so ist es nicht. Und wie gesagt, auch gerade mit Mo, wir sind viel zusammen im Studio, wir schreiben viel zusammen auch, weißt du, auch ob mein Kram oder sein Kram, ich schmeiß einen Reim, er macht das System und so, es hat alles so, weißt du, es ist richtig, macht Bock so. Ist egal, ob das jetzt, weißt du, ich lebe ja am Ende des Tages auch davon, ich bin ja sowas, weißt du, ich meine, ich habe vielleicht nicht so viel auf dem Konto, aber es ist alles gut, so, weißt du, das meine ich ja, ich brauche nicht viel. Früher hat er mir noch einer aus Bremen gesagt, ich habe nicht viel, was brauche ich schon, frischen Beat, einen Mix und ein Mikrofon. Gut. Aber mit deinem neuen Album könnte sich daran ja auch da ein bisschen was ändern. Machst du dir da Gedanken eigentlich auch zu sowas wie Image? Wenn wir es einfach mal voraussetzen, Rap ist nicht das Problem genau, bei dir. Genau, wenn ich sagen würde, ich könnte mir jetzt, sagen wir mal, einen Hut aufsetzen, einen gelben Regenmantel anziehen und rosa Schuhe und das einfach immer machen zum Beispiel. Entweder findet man es so blöd, dass es dann irgendwann wieder geil ist oder man kann sich auch gut, das heißt nicht mit Anzug oder es geht ja diese Möglichkeit, sich so in eine Rubrik zu drängen, so, aber ich kann das irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht, weißt du, ich weiß nicht genau so, was ich, weißt du, so, ich habe halt nicht so viel Ahnung von Mode und so, weißt du, ich gehe nicht so auf das Fitnessstudio, so, weißt du, ich meine, ich hoffe, es klappt über die Musik, so, und wenn es so bleibt, wie es ist, ist es cool, und wenn es noch größer wird, ist es auch cool, ist das alles wirklich super, also Hauptsache die Musik ist fett und ich höre das im Auto und ich brauche mich nicht dafür zu schämen und so, weißt du, ich meine, ich muss dahinter stehen, sonst ist es nicht Joke, also. Du lebst jetzt quasi von Rap und nebenbei studierst du noch und machst dann so 50-50 von der Zeit oder ja, was heißt, ich lebe von Rap? So, das ist ja nicht so, weißt du, wenn wir Auftritte haben und so, weißt du, so, oder geh mal dies und das und es kommt, da ist nicht so, dass da im Monat jetzt 5.000 Euro auf mein Konto kommen. So, so braucht man sich das gar nicht denken. So, es gibt manchmal mehr, dann gibt es wieder weniger und ich versuche, ja, genau, ja. Also ich brauche nicht viel. So, weißt du, wenn ich auf meinen normalen, wie ein anderer, 9 Stunden bei Mercedes arbeite, wenn ich auf das Geld im Monat komme, mit viel, weißt du, mit einem coolen Job, so, dann hoffe ich, das so lange machen zu dürfen, wie es geht. So, weißt du, so, das arbeiten kann ich immer noch. So. Hast du recht. Was studierst du denn? Deutsch und Arbeitslehre, 5. bis 10. Klasse. Flair. Achso, auf Flair. Hast du fest vor, dass du danach Lehrer wirst oder ist das für dich so, ich mach das, aber eventuell mache ich, also wenn es geht, mache ich lieber erstmal noch ein paar Jahre Musik und halte mir das offen. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. Vielleicht mache ich auch... was weiß ich, ich bin jetzt 27, vielleicht mache ich mit 28 dann ein halbes Jahr, arbeite ich im Jugendzentrum so nebenher, weißt du, so, dass du so ein bisschen da mal so reinschnupperst oder im Kinderheim oder im Knast oder wirklich sowas. Aber erstmal so lange, ich kann mit 35 immer noch ins Referendariat gehen, so ist gar kein Ding. Hauptsache ich beende endlich das Studium. Was willst du denn sagen, so ist jetzt so eine große Frage, aber was ist dir so am wichtigsten im Leben, was Beruf und sowas angeht? Sagst du so, ich muss irgendwie dieser Welt meinen Stempel aufdrücken, ich brauche das große Geld oder... Ich sag's dir ganz einfach. Egal, also was berufliche Perspektive angeht, wenn ich Postbote werde, so. Hauptsache, wenn meine Frau schwanger wird, habe ich jeden Monat 2.000 Euro netto. Das ist der Plan, egal wie, egal was ich tue. Das ist genau das, über das Arbeitsleben. Das ist dann im Endeffekt auch wichtiger, als zum Beispiel Musik machen zu können. Das, also wenn sie schwanger wird, ja. Also nein, wenn es, hey, ich meine nur, wenn es jetzt, sagen wir mal, 33, 34, sagen wir mal, Karriere vorbei und hier und... Ist, weißt du, alles so ist und Studium auch nicht, egal, dann gehe ich halt Klopos, Hauptsache, das ist der Plan, also, ja. Und ich habe mir auch Zeit genommen, bis ich 30 bin. 30 Jahre was werden, 30 Jahre was sein und dann 30 Jahre chillen, das ist der ideale Plan, so. Das ist alles gut. Klingt nach einem Plan, Alter. Ja. 3 Jahre hast du noch. Ja, ey, ich habe den einen Song verpasst, Album wird erwachsener. Ich kann es mir jetzt ansatzweise vorstellen, man hört auch ein bisschen, wie du drauf bist. Was kannst du mir sonst über das Album erzählen? Beats,
Ich sag dir einfach, ich schieß einfach mal los. Ich habe bis jetzt, mein Plan war bis Ende Juli 14 Solo-Songs zu haben. Davon habe ich jetzt 11. Also ich fahre jetzt nach dem Splash nochmal 10 Tage ins Studio. Ich hoffe dann 14 Solos zu haben. Dann versuche ich bis Ende, dann fahre ich 2 Wochen in Urlaub. Und dann komme ich Anfang September wieder. Dann hoffe ich nochmal 4 bis 6 Wochen ins Studio zu gehen, dass ich dann meine Features so dass ich so am Ende, egal wie, irgendwie auf 25 Songs komme. So. Und dann hoffe ich, dass ich mir davon die Schmuckstücke raussuchen kann. Ein paar so. Kennt ihr ja das Spielchen, iTunes-Edition da. Man braucht ja immer so ein Ding. Das hoffe ich zu schaffen. Und ja, wenn es länger dauert, dauert es länger. Reifer Wein ist der Beste, wie Curse es so schön sagt. Ja, kommt ja nicht drauf an, ob es jetzt irgendwie im August oder im Dezember genau, rauskommt. Weil ich habe halt nicht dieses Image-Ding und keinen Druck. Ich kann einfach machen. Klingt gut, Alter. Worauf freust du dich noch auf Splash? Was geht noch jetzt bei dir? Ich freue mich auf Curse. Also ich gucke mir heute auf jeden Fall noch Casper an und dann freue ich mich auf Curse. Ich habe den, glaube ich, jetzt 10 Jahre nicht auf der Bühne gesehen. Der spielt morgen, glaube ich, um 5:45. Das gucke ich mir noch an und dann fahre ich nach Hause. Genau. Casper und Curse. Okay, cool, Alter. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Ey, warte mal.